Wenn ihr das so umsetzt, erhöht ihr eure Chancen um ein Vielfaches. Denn jetzt setzt ihr euch von den Mitarbeitern ab, die einfach nur über das Problem meckern. Das kennt wahrscheinlich jeder. Also bringt aber gar nichts. Ich persönlich mag sowas auch überhaupt gar nicht. Ja, es ist extrem nervig und es ist auch super ineffizient. Hallo zusammen, mein Name ist Dennis und ich leite bei uns das Sales Team. Im heutigen Video möchte ich mit euch darüber sprechen, wie man am besten eine Veränderung im Unternehmen anspricht. Also stellt euch vor, ihr wollt unbedingt eine Veränderung einführen. Zum Beispiel wollt ihr ein neues Software-Tool einkaufen, ihr wollt was Altes austauschen oder ihr habt jetzt gerade irgendwo einen Painpoint in euren Projekten. Ja? Das Ding ist nun, das ist für euch sehr wichtig. Allerdings braucht ihr unbedingt das Go von eurem Boss. Und in dem heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr vorgehen könnt und wie ihr besser Missstände kommunizieren könnt. Lasst uns am besten gleich starten. Also nun ist es so, euer Boss hat meist einen vollen Terminkalender und ist auch generell sehr beschäftigt. Das müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen. Deswegen ist es hier wichtig, dass wir hier nicht zum Problem werden. Also das ist erstmal so eine Grundvoraussetzung. Lasst uns nicht zum Problem werden von jemandem, der gerade das Gehalt bezahlt. Also was wir hier machen ist, wir gehen mit einem ganz einfachen Framework an die Sache ran. Ein Format, mit dem wir immer wieder kommunizieren können. Und das ist auch meine persönliche Empfehlung, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und lasst uns das mal im Detail anschauen. Also zunächst mal sprechen wir erstmal die Situation an. Also geht es erstmal darum, was hier genau die Ausgangslage ist. Und wenn ihr das ansprecht, bringt das Ganze wirklich ganz genau auf den Punkt. Also erklärt die Situation. Seid so effizient wie möglich. Als Guideline, es sollte in 2 bis 3 Sätzen zu erklären sein. Wirklich ganz konkret und ganz einfach. Und ich bin gerade an diesem Punkt, es geht hier rum, unsere Lizenz läuft in Kürze ab und ich habe hier eine neue Idee. Also wenn ihr das so kurz und knapp zusammenfasst, werdet ihr weniger zum Problem. Und das ist die Intro. Nicht mehr, nicht weniger. Nächster Punkt. Geht über zur Komplikation. Und das wäre jetzt der nächste Schritt. Also hier zeigt ihr, warum euer Punkt überhaupt wichtig ist. Und hier könnt ihr dann auch etwas intensiver ausholen. Zum Beispiel an der Stelle verlieren wir gerade Zeit und wir könnten viel, viel schneller sein. Oder das ist der Blocker. Also beschreibt das Problem so genau wie möglich. Und jetzt der allerwichtigste Teil. Kommt mit einem konkreten Lösungsvorschlag. Ihr solltet jetzt einen Lösungsvorschlag sehr genau beschreiben können. Also hier kommen wir her, da sind wir danach. Also das bedeutet, dass ich schon ganz konkret eine Idee von dem habe, wo ich hier überhaupt ansetzen will, wo ich hin will. Das bedeutet zum Beispiel, wir können den Prozess an der Stelle verbessern, indem wir Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und so weiter einbauen. Also ihr braucht eine Idee, wie ihr vorgehen wollt, sonst seid ihr einfach nur ein weiteres Problem. Ich würde auch raten, das Ganze nochmal mit einem konkreten Beispiel zu untermauern. Also einem Beispiel, das beweist, dass hier wirklich auch ein Problem vorliegt. Ihr braucht wirklich einen Beweis. Ihr könntet beispielsweise Situationen aus der Vergangenheit nehmen, bei denen es nicht funktioniert hat. Und hier habt ihr den Betrag oder diese Zeit verloren, weil das und das halt eben gefehlt hat. Das ist extrem wichtig. Einfach nur zu sprechen, ohne den Beweis zu haben, wird nicht funktionieren. Es ist meistens so, dass euer Chef etwas Handfestes braucht. Und erst wenn ihr etwas Handfestes habt, könnt ihr auch überzeugen. Und um das Ganze dann noch besser aufzubauen und noch besser zu demonstrieren, würde ich etwas Datengetriebenes aufstellen. Wenn ihr also ein neues Tool kaufen wollt oder wenn ihr den Prozess, den es schon seit Jahren gibt, wenn ihr den nochmal ändern wollt, dann müsst ihr auch aufzeigen können, was die Verbesserung ganz konkret ist. Denn wenn ihr das nicht tun könnt, dann wird auch nichts geändert werden. Das bedeutet, erarbeitet ein Rechenbeispiel. Am besten eine ROI-Kalkulation oder berechnet einmal die Zeitersparnis. Wenn ihr jetzt noch das Ganze in das richtige Format packt, sprich ihr visualisiert das Ganze und packt es in ein Sheet oder Excel-Datei, Tabelle oder Charts, wirken hier meist Wunder. Zahlen, die visuell abgebildet werden, sind sowieso am stärksten. Wenn ihr das so umsetzt, erhöht ihr eure Chancen um ein Vielfaches. Denn jetzt setzt ihr euch von den Mitarbeitern ab, die einfach nur über das Problem meckern. Das kennt wahrscheinlich jeder. Also bringt aber gar nichts. Ich persönlich mag sowas auch überhaupt gar nicht. Ja, es ist extrem nervig und es ist auch super ineffizient. Wenn ihr euch jetzt gut vorbereitet habt, auf jeden Fall mit eurem Chef dafür in einen Termin einsteigen. Bereitet euch gut darauf vor. So merkt euer Chef oder euer Stakeholder eben auch, dass euch das Thema auch wirklich wichtig ist. Thank you.
Sag mal, Andreas, war's das jetzt? Ja, das war's. Beziehungsweise noch eine Sache, das Auto fehlt. Ah ja, okay. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und drück die Glocke, sodass du kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann sende uns die direkt in den Kommentar unter diesem Video. Hast du das, Marc? Ja. Okay. Cool.